Der Bundestag hat heute Abend beschlossen, den Zugang zu Kinderpornografie im Internet ein bisschen schwerer und die Verfolgung von Menschen, die solches Zeug nutzen, ein bisschen leichter zu machen. Das klingt ja fast selbstverständlich. Wer dann Zweifel anmeldet, ob das denn gut so ist, gerät leicht in den Verdacht, das Treiben von Kinderschändern auf die leichte Schulter zu nehmen. Das will niemand. Auf der anderen Seite gibt es ehrliche, große Aufregung in der Internetgemeinde unter dem Motto, wehret den Anfängen. Wenn der Staat erstmal anfängt, im Internet herum zu kontrollieren, dann ist es aus mit der Freiheit im Netz. Und die feiern wir doch gerade jeden Tag bei den Berichten aus Teheran. Beide Seiten haben gute Argumente für sich. Wir zeigen die Positionen pro und contra. Ein Stoppschild führt zu heftigen Diskussionen. Es ist eine Warnung. Ab hier wird's strafbar im Internet. Gedacht, um kinderpornografische Seiten zu markieren, ist das Gesetz zum Stopp für Stefanie zu Guttenberg vom Schutzverein Innocence in Danger genau der richtige Weg, um Kinder besser zu schützen. Sie ist pro für die Internetsperre und nennt sie ein sehr wichtiges Zeichen, dass in der deutschen Gesellschaft Kinderpornografie, Kindesmissbrauch in keiner Weise geduldet wird. Und das ist etwas, worauf wir ganz lange gewartet haben und deswegen ist es auch so wichtig. Aber ein Stoppschild im Internet, das nützt ungefähr so viel wie ein Regenschirm im Ozean, meint auch Andreas Henschel, Redakteur der Computerzeitschrift Chip. Er ist entsetzt über das Gesetz. Zum einen wird der Zugang zu den Seiten nur erschwert, die Seiten selber bleiben noch da, also schützt man gar keine Kinder. Zum anderen werden viele Bereiche gar nicht erfasst, in denen Kinderpornografie getauscht wird. Im Bayerischen Landeskriminalamt zeigt man uns diese Bereiche. In diesen Tauschbörsen gibt es keinen zentralen Computer, der die Daten verbreitet, sondern die Nutzer tauschen direkt untereinander ihre kinderpornografischen Bilder, was nicht abgeschaltet werden kann. Bedeutet das, nur weil man das umgehen kann, dass wir sozusagen dieses Material für alle frei zugänglich im Netz stehen lassen können? Das kann es natürlich nicht. Sondern wir sollten doch die Frage stellen, kann man diese Techniken verfeinern und verbessern? Aber das wäre dann doch wohl der direkte Weg in eine schöne neue Zensurwelt, in der mit verfeinerten Methoden längst nicht mehr nur Kinderpornografie gesperrt wird. Mit dem Filter könnte man unliebsame Inhalte jeder Art blockieren. Wer entscheidet denn dann, welche Inhalte gut sind im Netz und welche nicht? Es gab ja durchaus Politiker, die gesagt haben, na, wir könnten doch vielleicht auch Online-Spiele sperren. Oder was sind dann die nächsten Seiten? Vielleicht irgendwelche politischen Diskussionsforen? Moment, der Staat hat eine Schutzfunktion, auch im Internet, wenn Gesetze verletzt werden. Da schließt auch Gewaltverherrlichung ein oder Seiten von Neonazis. Sollten nicht junge Leute auch davor geschützt werden? Ich finde es sehr wichtig, dass der Staat schaut, wenn es um die Verfolgung seiner Einhaltung der Gesetze geht. Im Strafgesetz wird auch online genauso zur Geltung kommen wie offline. Das Netz ist kein rechtsfreier Raum, noch nie gewesen. Auch wenn die Durchsetzung des Rechts ein bisschen gehakt hat in den letzten Jahren. Aber das glaubt kaum ein Internetnutzer. Binnen weniger Wochen formierte sich massiver Widerstand im Netz gegen die Zensur Sulla. Beim zuständigen Ausschuss des Bundestags ging die größte Online-Petition seiner Geschichte ein. Es gibt eine E-Petition im Bundestag, die fast 140.000 Menschen unterzeichnet haben. Das zeigt einfach, dass hier eine ganz andere Denke herrscht. Die sagen, das Netz reguliert sich selbst, wir brauchen den Staat nicht. Wir brauchen den Staat nicht als Oberaufpasser, der uns sagt, was gut oder was nicht gut ist. Ein umstrittenes Gesetz hat der Bundestag da verabschiedet. Für die einen ist es eine PR-Kampagne der Familienministerin, für die anderen ein längst fälliger Schritt im Kampf gegen Kinderpornografie. Und jetzt haben Sie die wesentlichen Argumente gesehen, können sich Ihre Meinung bilden.